Es ist wieder Münsteraner-Zeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und klar, es lohnt sich, denn nach unserem modischen Wochenauftakt geht es heute musikalisch zur Sache. Aber mal Hand aufs Herz. Wer von euch nutzt in einer Zeit der MP3-Player und iPods eigentlich noch die gute alte Kassette? Die Kollegen haben heute noch erzählt, Mensch, damals, da habe ich noch die Charts im Radio gehört und manuell Direkttaste gedrückt, um meinen Lieblingssong aufzunehmen. Lange ist das her. Lang genug, um sich diesem Thema mal wieder zuzuwenden. Es geht doch nichts über gute Konzerte, wo die Band auf der Bühne rockt, die Menge so richtig abgeht und die Fans die Texte mitschmettern. Doch leider kann man das nun mal nicht jeden Tag haben. Um aber die eigene Lieblingsband auch zu Hause hören zu können, gibt es Vinylplatten, CDs und MP3s. Das ist an sich ja nichts Neues. Doch was setzt sich wirklich durch? Die guten alten Tonträger oder doch der Download aus dem Internet? Also ich persönlich finde CDs eigentlich schöner. Man hat ein kleines Booklet dabei, man kann es sich ins Regal stellen. Das ist wie mit Büchern, die habe ich auch lieber im Regal stehen, als die irgendwie online zu lesen. Also CDs kaufe ich ganz selten, also da muss schon was ganz Besonderes sein. Also eigentlich nur noch im Internet. Ja, ich benutze eigentlich nur MP3, also ich mache alles per Computer. Ich kaufe eigentlich nur Vinyl. CDs gar nicht und ja, MP3s, naja, ist ja meistens bei so einer Vinylscheibe, ist oft jetzt auch so ein kleiner Zettel bei, dann kann man sich die ganze Scheibe auch im Internet halt legal runterladen. Ja, CDs sind schon cooler. Hat halt was, wenn man was in der Hand hat, wenn man für was bezahlt hat und auch ne, was dafür kriegt und nicht irgendwie nur auf dem MP3-Player damit rumläuft. Kaum als CD oder Schallplatte, hauptsächlich MP3. Ich kaufe halt nur Schallplatten, keine CDs, um halt die Künstler zu unterstützen, die ich halt gut finde. Wo ich halt denke, okay, das will ich halt unterstützen, ich will mehr von denen zum Beispiel hören. Es gibt sie also doch noch, die Hörer von CD und Vinyl. Marc Franco ist einer von ihnen. Doch er hört sie nicht nur, er verkauft die Tonträger auch und kennt das Musikgeschäft seit Jahren. Daher kann er die Lage von CD, Platte und Co. auch sehr gut einschätzen. Im Moment ist kein einziger haptischer Tonträger vom absoluten Aussterben bedroht, außer die Kassette, die schon ausgestorben ist. Aber alles andere, also Vinyl ist ja wieder ein bisschen zum Leben erwacht und auch wieder mehr zum Leben erwacht. CDs gibt es immer noch und wenn man zum Beispiel so sieht, dass die Adele von ihren CDs, ich weiß nicht, 8 Millionen, 9 Millionen Tonträger verkauft, das hat mit Aussterben nicht viel zu tun. Natürlich ist der Markt auch vielfältiger geworden. Wie viele Künstler wurden über YouTube entdeckt oder über irgendwelche anderen Kanäle? Immer mehr Download- und Streaming-Portale bieten Musik zum kleinen Preis an. Was das für den Verkauf von CDs und Platten bedeutet, darüber diskutieren Experten aus der Musikindustrie in dieser Woche an der Fachhochschule Münster. Auch wenn derzeit kein Tonträger ausstirbt, eine Tendenz hin zum MP3-Konsum lässt sich nicht mehr leugnen. Selbstverständlich gehen die Tonträger, wäre wirklich das physische Geschäft, geht ja de facto zurück von Jahr zu Jahr, obwohl es im letzten Jahr sogar einen Aufwind in der Musikindustrie gab, einen Zuwachs von über 3,5%. Aber selbstverständlich steigen die legalen Downloads und sinken die physischen Verkäufe. Und daher verfolgen die Plattenfirmen mit ihren Musikern eine breit gefächerte Strategie. Also ein bisschen komplex, das mal so schnell zu beantworten. Das ist eigentlich ein Prozess, der schon seit über einer Dekade in der Musikindustrie zugange schon eigentlich stattfindet. Und die Geschäftsmodelle verändern sich natürlich auf der geschäftlichen Seite, sprich bei den Auswerterfirmen, dass nicht mehr ausschließlich jetzt nur ein Künstler für eine CD-Aufnahme unter Vertrag genommen wird, sondern dass Auswertungsmodelle in allen Bereichen, live, Merchandise, Publishing, Wiedergaberecht und so weiter, dass eigentlich überall Geld eingesammelt wird und andere Geschäftskonstrukte stattfinden, andere Verträge mit den Künstlern gemacht werden. Die Branche setzt also auf vielfältige Verbreitungsformen. Keiner produziert für einen Musiker mehr nur auf CD oder nur als MP3. Doch im stationären Handel sieht das ganz anders aus. Hier kann Spezialisierung für die Händler zumindest von Vorteil sein. In Münster zum Beispiel hat sich ein Musikgeschäft auf den Verkauf von Vinyl spezialisiert. Man hat schon eine ziemliche Stammkundschaft. Früher waren schon mehr Kunden da. Aber dadurch, dass es halt immer weniger Läden gibt, immer mehr ihr Sortiment einschränken oder das Tonträger ganz aus dem Programm nehmen, dadurch haben wir halt wieder einen größeren Marktanteil
Und so hat sich das Ganze halt für uns relativiert. Dadurch, dass wir halt eine Nische bedienen, ist das an sich gleich geblieben für uns. Tonträger wie Vinylplatten haben in den letzten Jahren auch wieder Aufwind bekommen. Doch auch CDs werden natürlich immer noch produziert. Und das sogar in Münster. Und ich merke das ja auch hier in Münster bei einer regen Musikszene, die es hier gibt. Die produzieren auch alle eigene CDs. Dann kommen die zu uns und sagen, wir würden die gerne verkaufen, wir haben keinen Vertrieb. Und dann sage ich, ja, wenn es gut ist, verkaufen wir das. Insofern ist das im Moment von Aussterben, ist da nichts. Und meines Erachtens würde es erst aussterben, wenn es ein adäquates Produkt zum gleichen Preis gibt, was man zu Hause aus dem Rechner ausgeworfen bekommt. Und da es das momentan noch nicht gibt und auch wenn das Geschäft mit der Musik sich mit den Entwicklungen des Internets in den letzten Jahren stark gewandelt hat, bleiben CDs und Vinyl wohl noch langfristig auf dem Markt. Ja, so viel für heute, ihr Lieben. Morgen gibt es dann hier mehr von der Initiative Rock Your Life. Was sich dahinter verbirgt, verraten wir euch dann in der nächsten Ausgabe. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin lasst es euch gut gehen, vielleicht sogar mit einer guten alten TKKG oder 3-Fragezeichen-Kassette. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, Münster.